Ricarda Lang blamiert sich bei Markus Lanz. Tumulte um diese Szene hier. Wissen Sie ungefähr, wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland? Durchschnittsrente kenne ich tatsächlich nicht. Haben Sie eine Idee? Nee, tatsächlich keine konkrete. Ungefähr. Ich würde davon ausgehen, dass wir um die 2000 Euro umliegen. Durchschnittsrente? Mhm. 1543 Euro. Das ist nochmal ein Stück geringer. Nach 45 Jahren Arbeit. Mhm. Wir sind gerade auf der Wilmersdorfer Straße und zeigen Rentnern einen Ausschnitt von Markus Lanz gestern Abend. Dass wir um die 2000 Euro umliegen. Durchschnittsrente? Mhm. Was sagen Sie dazu? Ja, die Frau, die lebt irgendwie in der Fantasie, in ihrer eigenen Fantasie, würde ich sagen. Das ist ein schlechter Witz. Aber man könnte es sich wünschen, aber es entspricht nicht der Realität. Ich krieg 1300, komme gerade zurecht, weil ich eine Hauswart-Nebenstelle habe, wo ich keine Miete zahle. Ansonsten ist es lächerlich, was diese Frau, ach, die ganze Politik, Rot-Grün oder Ampel, kann man vergessen. Wie wenig die Grünen was wissen von den Verhältnissen. Wenn die sagt, im Durchschnitt 2000 Euro, dann ist sie aber gefährlich auf dem Holzweg. Ich weiß nicht, wie sie dazu kommt. Also ich hab's nicht. Nach 45 Jahren hat nicht jeder so viel Rente, wie sie meint. Es zeigt mir, dass die Politiker doch ein bisschen weit von der Realität entfernt sind. Wäre vielleicht doch ein bisschen günstig, wenn ein bisschen mehr Realitätssinn entwickelt würde. Das reicht gerade, um meine Umkosten zu decken. Da fragt mich keiner, von was ich leben soll. Also 1500 wäre dann schon ein guter Durchschnitt. Mich belustigt daran nur, dass die mit der Frage komplett überfordert ist. Ja. So, die kennt nur die Theorie. Die muss mal selber arbeiten gehen. Dass sie weltfremd ist und ich mich darüber wundere. Weil sie ja eine Politikerin ist, die mitten im Leben steht. Dann sollte sie sowas wissen, wie es der Bevölkerung geht. Oder den alten Leuten jedenfalls. Es muss sich was ändern. Die müssten alle, diese drei Kandidaten müssen alle weg. Ob es der Habeck ist, der Scholz oder hier die, auch die, wie heißt sie, unsere? Annalena Baerbock. Ja, die ist auch lieb. Das ist auch so eine Knallerbraut, ja. Also ich verstehe diese Politik nicht mehr. Die brauchen ja noch nicht mal mehr ein Studium. Da haben ja meine Söhne mehr. Ob sie noch alle Tassen im Kopf hat. Mit den Aussagen, was sie überhaupt macht, auch mit ihrer Ernährungsberatung. Und da würde ich die nicht persönlich angreifen, jeder kann mal überheblich sein. Aber in dem Moment haben alle gelacht, weil das halt die falsche Person ist. Ja, und das ist ja ein bisschen, das ist ja schon Comedy. Was ein Pfund Butter kostet, wissen es auch nicht. Oder? Wissen die nicht. Das ist ein Fehler. So ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was er sagt, weil da das parteipolitische Denken bei vielen Leuten überwiegt, bei vielen Leuten, die in der Politik tätig sind, sollten sie besonders vorsichtig sein. Das hat einen Nachhall, oder? Ja, sie hat nicht viel Ahnung anscheinend, wie es bei uns in Deutschland wirklich aussieht. Also ist natürlich nicht der Fall. Ja, typisch Politik. Alles eben ohne die Kenntnisse, wie es im wirklichen Leben ist. Und naja, über Ricarda muss man ja nicht allzu viel sagen. Die gute Frau, da sollte man mal drüber nachdenken. Es ist traurig, dass die so, wie kann man meiner sagen, weltfremd ist. Sie ist fernab von jeder Realität. Wollen Sie nicht mehr hinzufügen? Nee. Das macht mich also sprachlos. Und dann frage ich mich, warum so viele Rentner nebenbei arbeiten gehen.